Nothing to hurt. Ja, genau. Mach weiter, Silas, das lasse ich so drin. Zu einer neuen Folge. Carpettle? Genau. Mit Fabian und mir. Mit Fabian Horst, Special Guest heute. Mit Fabian. Mit Fabian. Wieder. Wir fahren diesmal Autos aus der WTCC-Klasse. Ich fahre den Toyota. Heißt der Avensis? Ich glaube schon. Ja. Und du, Silas, was fährst du? Audi S3 Saloon. Richtig geil. Beide mit Fortantrieb und einem Vierzylindermotor. Hier ein wunderschönes M&M-Design. Ist halt beste, ne? Crispy, auch geil. Design. Ich liebe es, ja. Das ist übrigens Serie. Weder Setup noch Upgrades, einfach gar nichts, halt nur die Lackierung. Ich habe eine Nachricht bei Instagram. Kannst du in Ruhe lesen. Ich war schon mal vor. Oh Gott. Das war das wohl spannendste Drag Race aller Zeiten. So, oder? Was ist los? Ich hab Bombe am Start. Mein erster Gang ist so lang, ist das Problem. Ja, Audi gewinnt. Aber ich will ein Kamal mehr Topspeed. Das wird's natürlich bringen, ne? Los! Los! Ach du Scheiße, Alter. Oh yeah, get fucked. Ach du Scheiße, der hat einen Reifen verloren. Rap. Ich lasse es schon. Erster Punkt geht an Silas. Hast du aber jetzt wieder an oder aus? Aus. Aber ich mach mal so, als ob ich anhabe. Heimlich. So, bei 200 kann man bremsen, ist angesagt. Schaffen wir. Nein! Ach, yes. Toyota, ey, warum? Die Welt braucht bessere Bremsen, vor allem Toyota. Das kann so einfach nicht weitergehen. Wie steht's jetzt eigentlich? Warte, ne? Warte, erst kommt der Drag Race. Ja, bremst jetzt, also 2-0 für dich. Oh yeah. Na, dann mal gucken, wer den höheren Topspeed hat. So, wir kommen zum Topspeed-Test. Ist gegangen Wheelspin, okay, das war klar. Das könnte sogar knapp werden, glaube ich, weil die Wagen sind da eigentlich alle relativ ähnlich. Nein. Doch. Oh. Oh. Ich laufe einfach in Drehzahlbegrenzer gleich. RIP. Also ich hoffe, meiner schafft 2,70. Das wäre richtig nice. Meiner läuft bei 2,51 in Risserbegrenzer. Meiner ungefähr auch. Was heißt ungefähr? Wie schnell fährst du? Was war dein Topspeed bis jetzt? Ich war gerade 2,52. Scheiße, hast du gewonnen. 51, 50, 51, 50. 52 durchgängig, Alter. Du brauchst das. Komm schon, ich brauch noch eine 2, das ist unentschieden. Komm schon! Gleich jetzt kurz bergab, da schaffe ich vielleicht 52. Komm, boah. Ich hoffe, ich hab in der 270 ein bisschen weit entfernt worden. Komm schon, jetzt. Ja. Das kommt gleich. Komm schon! Ich hab jetzt an die Wand, also ich komm da auch von der Seite. Jetzt geht's bergab. 52. Huh. Last second. Ich hatte 52 drauf jetzt in den letzten Meters. 2,53. Jung. Ja, Audi kann halt nix, ne? Mein Wagen ist schon. Ein K-Kamera. Ey. Hallo. Hallo, was wird denn das hier? Alles klar, wir denken jetzt weiter mit den beiden Rennen. Das ist Musik immer, ne? Das wird ein Lieder von dir einfügen, wenn du singst. Das ist alles schön Musik. Ladeschöpfiert Musik.
Hey, hier ziehst du jetzt voll mit am Drag Race, mach dich richtig fertig. Am Start. Ich bin die Strecke noch nie gefahren, ne? Muss ich mal dazu sagen jetzt. Ich schon, aber mit LMP. Und Spaß ist ja. Die Strecke sieht aber lustig aus. Ja. Und das habe ich auch schon gefahren. Ja, ich habe den Nesca ja noch nicht mehr angefangen. Von das liegt. Bin aber schon über 100.000 Kilometer. 100.000 Kilometer. 100 Kilometer Nesca gefahren. Oh ja, 100.000 Kilometer Nesca, Alter. Ich bin auch schon über 100 Runden auf der Daytona gefahren. Hier bin ich auch schon 50 Runden gefahren. Aber alles Mut. Ich habe mal hier eine Challenge mit Daniel und Marc. Wir waren hier 50 Runden oval mit Nescas. Ich wollte versuchen, ohne einen einmal tanken durchzukommen. Und? Geschafft. Ja. Ich bin ein wenig langsam gerollt durchs Ziel mit, weiß ich, 50 km/h oder so, aber ist geschafft. Das ist was stellt. Oh, die Kurve hätte ich deutlich schon annehmen können. Aber sieht lustig aus. Geile Strecke, ne? Die Strecke ist echt geil. Auch die Wagen ist ja eigentlich auch schnell, also. Ist ganz nett mit den Dingern hier. Nicht zu schnell, nicht so langsam. Schöne Kurven. Tolle Zuschauer. Also bei diesem Rennen geht es übrigens auf die Zeit, nicht darauf, wer am Ende als erstes durchs Ziel kommt. Ist eine saubere Runde besser als eine unsaubere oder wie regeln wir das? Oder allgemein die Zeit, die da steht? Allgemein die Zeit. Also kurz die letzten jeder Kurve ab, okay. Aber 5 Runden ist schon ganz schön viel, ne? So, ich finde nicht. Oh Gott. Geht doch nicht noch. Meine Rundenzeit war sich 1,5 Minuten vielleicht. Ja, okay. Ja, deshalb bin ich die Gruppe schneller gefahren. Boah, ja, oh, Auto. Was machst du da vorne? Ich hab komplett aufgesetzt und mein Auto ist einfach gerade an der Wand gefahren. Gott sei Dank keinen Schaden bekommen. Ne. Jetzt gerade bin ich komplett raus. Links. Ja, ich lasse den Platz. Die Runde ist sowieso hin. Da macht sich man jetzt hier ein bisschen Bremse. Oh, es fehlt hier richtig hingesetzt, ey. Oh, fuck. Was? Zu viel Druck gemacht? Zu viel Druck auf den Arsch. Ich hoffe, diesmal setze ich davon nicht auf. Das wäre wunderbar. Eigentlich nicht. Aber die zweite Runde, die war schon echt gut. Also die war schon nicht so verkehrt. Es geht. Ich bin auch, ja. Aber es hat dann noch 2 Runden. Natürlich auch Sim-Schaden an, ne? Kollision auch immer an. Oh, ja. Seriös, ist am Start. Ja. Ich habe schon wieder aufgesetzt. Mann, du Kackkarre! Das ist meine Qualitätsoffensive für 2017. Die zweite Jahreshälfte. Ich habe jetzt jede Runde unsauber, weil ich da irgendwas passiert ist. Wirft die erste. Und hier muss ich mal lernen, ein bisschen mehr zu bremsen. Ich
nicht gegenhalten müssen. Ja, scheiße. Ja, die Strecke ist. Kann aber knapp cool werden bei der Aufbau. Strecke hier, mit der roten Seite, bei uns beiden. Ja, ich muss eben mal die letzte Runde ein bisschen besser fahren. Bis jetzt war keine Runde dabei, wo ich mir sage, oh ja, Silas, super, toll, gut gemacht. Die zweite war, ich sag mal, in Ordnung. Geht noch besser. Die gerade ist noch besser als die zweite Runde. Was geht auch noch besser? Würde ich jetzt hier bei der Kurve bremsen, anbremsen, das ist ja nicht schwer. Ne, ich bremse mal viel zu früh. Ich auch. Wohl besser zu früh als zu spät. Ja. Ich lasse der Sex-Experte für Kinder kriegen. Nein, ich will gar keine Kinder. Warum nicht? Weil die Nerven und Scheiße sind. Bestes Beispiel bist nämlich du. Ja, also ich hätte mich selber nicht gerne als Kind gehabt. Nee, ich habe einfach einen Geduldsfaden, der ist so kurz und das Kind muss mir 10 Minuten auf den Keks gehen und dann könnte ich ausrasten. Sind bei Kindern manchmal ziemlich lange. Ich brauche keine Kinder. Vor allem Kinder kosten die war geil, komm bitte, bitte, eine geile Zeit. 0,282 Sekunden besser. Guck mal, wie viel Geld du für ein Kind ausgibst, bis es 18 ist. Da kann ich so viel in ein Auto investieren. Ja, das Auto denken wieder, Silas, ne? Man muss Prioritäten setzen. Mir ist ein Auto wichtiger als Kind. Was ist mit der Frau? Ich hab Liebe. Ja, die geht selber arbeiten. Die kann für ihr Geld selber machen, was sie möchte. Von ihrem Geld. Aber von meinem Geld. Sie bezahlt das Kind komplett alles und kümmert sich darum. Das ist ja mir dann neu, relativ egal. Nein. Du trotzdem keine Kinder. Ich wohne ja trotzdem nicht zu Hause. Ich verbremst scheiße. Wo ist das auch hin? Naja. Meine Priorität ist einfach Autos, Autos, Autos. Ich brauche kein schönes Haus später. Ich brauche kein Haus wie meine Eltern. Was keine schöne Freundin, nur ein geiles Haus. Was wir selber gebaut haben und so. Und so auch für Geld kostet. Da habe ich lieber 3-4 Autos auf dem Hof stehen, die geil sind. Und ein Durchschnittshaus. Oder halt eine Wohnung nur. Ich will unbedingt Kinder haben. Jetzt nicht so früh, aber. Erstmal also brauchst du eine Freundin, du Knecht. Ja, get triggered. Eigentlich, die Vorlegung war ziemlich scheiße. Freunde brauche ich auch dazu? Ja, das stimmt. Ich will auf jeden Fall Kinder haben. Warum? Begründe mir warum. Am besten wären 2 Jungs. Ja, warum willst du Kinder haben? Ja, es ist. Das gehört für mich, finde ich, dazu, zum Leben, irgendwie. Zum Leben? Nee, ich brauche keine Kinder. Das kostet Nerven und Geld. Mein Auto kostet auch Nerven und Geld, aber daran habe ich Spaß. Knapp hat man keinen Spaß, ne? Ey, alleine ohne Scheiß, denk mal an die Schule. Ich habe in der Schule mein komplettes Leben lang nur Scheißerfahrungen gemacht, dass die Lehrer alle komplett geistig behindert sind, nichts auf die Kette bekommen. Und die Schulen heutzutage werden immer schlimmer, 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 schlimmer. Die werden zwar moderner, aber vom Lernfaktor her und das Verhalten der Lehrer und so, gerade bei meinem kleinen Cousin und so, ich höre nur Schlechtes von den Schulen. Es gibt einfach keine gute Schule mehr. Und alleine da ein Kind durchzukriegen als Elternteil, boah, ne. Nein, danke. Also laut Forza würde der Punkt an mich gehen, aber laut unseren Regeln halt an Silas. Yes. Er hätte die beste Runde, aber meine war halt sauber. Trotzdem nach unseren Regeln Punkt an Silas 3-1. So, letztes Rennen auf Road America. Eine Runde. Mit ganz viel Hühnerfrikasse. Wer ist am Ziel, das gewinnt? Mit ganz viel Hühnerfrikasse. Ja. Von hinten nach rechts. Hast du mehr Platz? Du willst zum Thema Platz machen. Schöner Drift. Nice. Und wie du jetzt einfach mal mitkommst, so am Drag Race, hab dich so abgezogen. Oh, ich hab mir erschwungen. Ich will bloß weg, ich fahr jetzt vor dich. Ich bleib auf der Diallinie, sag's dir.
Sorry. Ja. Danke. Jetzt mit unfairen Mitteln kämpfen. Ja, oh. Ja. Tja, das ist Karma. Das ist Karma. Aber unfaire Mittel, ne? Ja. Score war halt schlecht einsehbar, ne? Wo man da bremsen muss. Du siehst halt komplett nix. Nix! So nach Gefühl bremsen. Willst du uns was über die WTC erzählen? Okay. What America? We alle wegen Amerika. Amerika ist wunderbar. Sieh das, welche Band war das? Keine Ahnung. Rammstein. Du warst ja eigentlich hier eine gute Musik. Ja, mach schwer, oder wie? Ich höre keinen 187, also von daher kann die Musik nur gut sein. Bibi? Ja, genau. Ja, das hast du gekauft, ne? Nein! Nein, 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 nein. Ja, das kann ich trotzdem easy. Wie kannst du die Kurve bitte verkacken? Ich hab auf mein Handy geguckt. Wer ist der Rennfahrer? Also im Interview, normal. Ja, Dings. Warum sind Sie weiter geworden? Ja, mein Handy, ne? Hatte Nachricht bei Instagram oder so. Ja, nee, war nicht Instagram, war Facebook. Fuckbook. Und damit steht es 4-1 für mich. Und sehe das nach der Moderation. Für dich. Ja, moin! So, Abmoderation. Ich gehe jetzt duschen und essen, danach nehmen wir den Cup auf. Den seht ihr irgendwann mal. Und damit verabschiede ich mich. Tschüss. Ciao.